Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute erzählen wir euch, wie die Deutsche Bahn die Wende anpeilt. Bleibt dran! Axel, jetzt liegt hier ein Bericht vor, ich bin fassungslos. Der beginnt mit dem Satz: Aktuell kommen nur 60% der Fernzüge halbwegs pünktlich an. Also die Hälfte kommt schon mal nicht. Stell dir mal vor, wir würden nur 60% unserer Container halbwegs pünktlich zustellen. Aber dann würden wir hier nicht sitzen oder nur noch Filme drehen. Aber du sagst ja, die Bahn peilt die Wende an. Ja. So bis 2027, ja, da wird's sind ja immerhin noch 3 Jahre oder 2,5, sollen es aber 75% sein. Das ist doch meine Aussage. Ja. Und Pünktlichkeit ist nicht gleich Pünktlichkeit, weil bis zu knapp 6 Minuten bist du noch pünktlich. Also Verspätung bist du immer noch pünktlich. Ja. Das finde ich aber auch in Ordnung. Also jetzt so 6 Minuten, 5 Minuten, okay, ist so blöd, wenn man seinen Anschlusszug nicht kriegt, wenn der mal pünktlich ist. So, und jetzt sagt Herr Wissing, unser Verkehrsminister, er möchte aber auch schon in die Zahlen reinschauen, wenn die jetzt so viel Geld kriegen vom Staat, und er wolle schwarze Zahlen sehen. Und das nicht irgendwann in 5, 6 Jahren, sondern so schnell wie möglich, Axel. Ja, eigentlich hat er da einen ganz guten Plan gemacht. Er möchte jetzt alle 3 Monate wissen, was denn nun eigentlich gerade läuft. Und das wird jedes Mal, werden die sich da zusammensetzen und gucken. Nicht erst nach 3 Jahren, sondern tatsächlich nach 3 Monaten. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, die Idee. Wir werden mal gucken, was dabei rauskommt. Im Moment ist noch nicht so richtig viel zu merken. Aber Richard, kennst Richard, ne? Richard Lutz. Ja, normalerweise gibt ein Mensch, wenn er Bahnchef wird, seinen Vornamen ab, das weißt du, ne? Also das ist dann immer nur noch Bahnchef Lutz oder Bahnchef Ledorn. Ja. Ja. Also Bahnchef Lutz macht das Ganze 7 Jahre, und ich nehme es vorweg, auf diesen ganzen Sitzungen wurde zum Schluss beschlossen, dass Herr Bahnchef Lutz seinen Job noch weitere 5 Jahre weitermachen kann. Das haben die schon mal in trockenen Tüchern gepackt. Und wenn du sagst, du findest das gut, was der Wissing macht, warum macht er das nicht schon seit 10 Jahren. Weil er noch nicht so lange im Amt ist. Ja, oder seitdem er im Amt ist. Gut, also die Pünktlichkeit im Fernverkehr soll nun ein Zielkorridor, hast du schon gesagt, 75-80% im Jahr 2027 ist angepeilt. Wollen wir mal gucken. Ja, wir wissen ja alle, dass diese Korridorsprengungen auf uns zukommen. Ja. Wir sind ja sozusagen gleich die Zweiten mit Hamburg-Berlin. Es ist jetzt angedacht, dass wir von April nächsten Jahres bis Ende nächsten Jahres wohl tatsächlich eine Komplettsperrung des Korridors haben werden, was für unsere Züge natürlich höchst problematisch ist, weil wir Umleitungen fahren müssen. Und wir wissen heute noch nicht, welche Umleitungen wir tatsächlich fahren müssen. Also ist auch noch nicht alles so richtig schön hundertprozentig geplant, dass man genau weiß, was da auf einen zukommt. Und dann ist es natürlich auch schwer, das den Kunden zu vermitteln. Aber das ist eine Maßnahme, die sein muss. Ob sie so sein muss, ist eine andere Frage. Aber wir hoffen da ja immer noch auf Unterstützung, staatlicherseits oder eben wenigstens von der Bahn, dass man sagt, wenn ihr eure Züge schon plant und wir euch die Strecke nicht zur Verfügung stellen, dann kriegt ihr wenigstens ein bisschen finanziellen Ausgleich und müsst nicht jeden Umwegkilometer dann zu 100% bezahlen. Ja. Aber wir können uns ja ganz beruhigt zurücklegen, denn das Ziel ist, dass 2027, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Bahn einen Gewinn von 2 Milliarden anstrebt. Das bei einem Verlust von 2 Milliarden aktuell. Also da müsst du das 4 Milliarden mehr in 3 Jahren. Nur den Balken weg von. So. Und das Ganze, und das finde ich faszinierend, bei einem Abbau von 30.000 Stellen. Das hat, natürlich kann man, wenn man 30.000 Gehälter weniger zahlt, dann kommt man schnell in die schwarzen Zahlen, das gebe ich zu. Aber was machen die heute? Die arbeiten doch auch. Gerade wenn man darüber spricht, dass man wir sind wieder bei der Wende, die Wendezeiten der Züge, wann ein Zug, wenn er dann von Hamburg nach Berlin gefahren ist, wieder umgedreht wird, nach Berlin nun nicht, aber nach München vielleicht, und wieder zurückfährt, die Zeiten will man verkürzen. Auf der anderen Seite will man 30.000 Stellen abstreichen. Das heißt, es wird ein massives Problem mit Arbeitskräften geben. Ja, in der Verwaltung eher, ne? Ja, also aber egal wo es ist, es wird ja irgendwo, wird ja einem irgendjemand fehlen, das wissen ja. Wir, Axel. Ja, wir klar. Sagen, wir wollen hier von 10 Leuten 2 abbauen, dann werden die 8 mehr Arbeit machen müssen, oder es wird irgendein Prozess verlangsamt oder ausgegliedert werden müssen.
So einfach ist das. Axel, wir müssen abwarten, wir müssen beobachten, was da so kommt. Wir wissen jetzt im Moment, und das werden wir vielleicht nochmal in einer extra Folge machen, dass die aktuelle Finanzierung der ehemaligen DB Netz ja zu neuen Verwerfungen und Preissteigerungen führt, dass wieder unser Geschäft die Güter auf die Straße zu holen extrem konterkariert. Darüber machen wir auch nochmal eine Folge und die wird auch nicht viel positiver sein. Aber die Aussichten sind ja positiv. Der Bahnchef hat gesagt, es wird alles besser. Ja. Und das glauben wir ihm mal. Demotivierte Mannschaft, sowas haben wir nicht. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt. Das ist ja wohl der Hammer, dieser Bericht hier, ne? Alles.